Christian Arndt, Fotograf aus Duisburg. Wir sind hier im Ruhrkunstort und heute eröffnest du hier eine Ausstellung. Womit beschäftigst du dich in erster Linie? Also ich beschäftige mich in erster Linie mit inszenierter Fotografie. Das heißt, ich setze mir ein Thema, suche mir Modelle und Requisiten aus und setze dieses Thema dann um. Und jetzt sehen die Bilder so aus, als ob da verdammt viel Arbeit drin steckt. Das ist richtig. Also da steckt eine Menge Arbeit drin. Also die Vorbereitungszeit ist immens und natürlich dann auch die Nachbearbeitung mit Photoshop. Das kann dann schon mal sein, dass da 4 bis 6 Wochen Zeit bei laufen. Was passiert denn so in der Vorbereitungszeit? Wie kommst du auf deine Motive? Wie entwickelst du die? Also ich lasse mich teilweise inspirieren von klassischer Kunst oder teilweise auch von Filmen. Also ist der Eindruck nicht ganz falsch, dass da also auch Malerei irgendwo in Malerei der Fotografie eine Rolle spielt? Malerei, Bildhauerei spielt alles für mich eine Rolle. Das zählt alles mit rein. Und dann wird halt, wie gesagt, das Konzept vorbereitet, unter Umständen auch Skizzen gefertigt und dann halt Lichtaufbau überlegt und was weiß ich alles. Und du hast mir vorhin auch erzählt, auch die Kulissen, die werden ganz aufwendig hergestellt. Die Kostüme, die werden teilweise, weiß ich nicht, irgendwo ersteigert oder sogar noch entsprechend geändert. Richtig, die werden sich von Modedesignern ausgeliehen und die Kulissen werden dann halt zusammengekauft im Baumarkt oder... Wie kommst du denn an deine Models beispielsweise? Sind das einfach Leute, die sagen, boah, ich will mal was mit dir machen oder wie passiert das? Das sind semi-professionelle Fotomodelle. Die findet man dann halt im Internet oder unter Facebook. Und wenn man halt eine gewisse Zeit sich, sage ich jetzt mal, in der Foto- und Modelszene bewegt, läuft das von ganz alleine. Also dann kommen die Modelle auch direkt auf einen selbst zu und möchten halt ein Shooting vereinbaren. Hast du eine klassische Ausbildung als Fotograf oder wie ist dein Werdegang? Das habe ich mir autodidaktisch alles selbst angeeignet. Teilweise auch durch Seminare, Fotoseminare, professionelle Bücher, Fachbücher, alles so nach und nach. Okay, jetzt habe ich in der Ausstellungsankündigung gelesen, dass du durchaus auch bereit bist, natürlich gegen ein Honorar für interessierte Menschen, auch Fotografien bzw. Porträts zu erstellen. Richtig. Was müssen die denn tun? Die müssen wahrscheinlich auf dich zukommen und... Die müssen auf mich zukommen. Hast du irgendwie eine Internetadresse, wo die den Kontakt herstellen können? Internetadresse ist vorhanden. www.christianart.net gibt es halt auch hier auf meiner Karte, auf meiner Visitenkarte. Und ja, ansonsten wäre es halt gut, wenn die mit einer Idee auf mich zukommen könnten und... Ja, dann muss man halt alles weiter besprechen. Also in anderen Worten, du machst das nicht nur aus dem künstlerischen Aspekt heraus, sondern du machst also auch Porträts im normalen Rahmen. Oder verstehe ich das so, dass die immer nur künstlerisch sein sollen? In der Regel eher nur künstlerisch. Also ich denke, das sollten dann schon diese Leute sein, die eben sagen, ich möchte ein Bild in diesem Stil von mir haben. Ja. Dass ich das dann auch erstelle. Also ich mache jetzt nicht diese 0815 Porträts wie der Fotograf um die Ecke oder diese Babybauchfotografie Hochzeitsfotografie. Das kann ich auch gar nicht, kann ich auch nichts mit anfangen. Jetzt hast du mir gerade erzählt beispielsweise, das Bild, was hier direkt hinter dir ist, hat sogar eine ganz besondere Funktion bekommen oder hat eine ganz besondere Funktion. Richtig, das ist ein Buchcoverbild für ein Buch, das nennt sich Epos. Das beinhaltet klassische nordische Sagen und das wird zurzeit noch geschrieben. Wann es genau rauskommt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird es in Deutschland und Amerika veröffentlicht. Und da ist auch der Verlag auf dich zugekommen und hat gesagt, mach mal ein Bild, oder? Nee, der Schriftsteller. Der Schriftsteller, den kanntest du vorher schon oder ist der einfach irgendwie auf dich Kontakt gekommen? Den Kontakt hat ein Model hergestellt. Okay. Also in anderen Worten ist alles möglich, du bist sehr vielseitig und ich sag mal, dich interessiert jetzt beispielsweise auch nicht konkret, das muss jetzt der und der zeitliche Rahmen sein, sondern jeder kann im Prinzip mit seinen Ideen kommen und sagen, wir gucken mal, ob wir das umgesetzt kriegen. Richtig. Christian Arndt, vielen Dank. Bitte.